Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Timolia kennt. Das ist so ein Server von MC Expert. Da hätten wir schon mal ein Dämchen. Ein Dämchen. Und da ist noch jemand. Oh fuck, ich bin so tot. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Wir spielen heute die Map Breeze Island 2. Und ja, ist sie nicht wunderschön, diese Insellandschaft? Nein, ist sie nicht, sie ist scheiße. So, was ihr vielleicht schon seht, ist, dass ich mit Default spiele, weil Default ist toll. Und was ihr vielleicht auch noch seht, ist, dass, wenn die Blöcke so weiter weg sind, sind sie so ein bisschen verschwommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, aber guck mal hin. So sieht es ja normalerweise aus. Und so sieht es halt jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber auf jeden Fall, das würde ich gerne umstellen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Hier, Viewbubbing, das ist das Falsche. Clouds ist auch das Falsche. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Es wäre cool, wenn ihr das wisst. Also, dass die Blöcke, wenn sie weiter hinten sind, halt so verschwommen sind. Das mag ich gar nicht. Das habe ich aus Versehen eingestellt, weil ich habe hier die 1.8 gedownloadet. Und da werden ja halt die Settings zurückgesetzt. Und deswegen ist das jetzt hier auch alles Standard. Deswegen sind auch die Wolken an, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem, wenn man halt ohne Text Impact spielt, ist das übelst nice. Und deswegen, ja, wie gesagt, es wäre richtig geil, wenn ihr mir sagen könnte, wie das heißt, dass ich es ändern kann. Der Typ hier hat ein Schwert, den töten wir mal direkt. Das war natürlich gemein, der dachte sich, yo, Erik, das wird eine tolle Runde, ich werde dich töten, wenn ich dich sehe. Und dann nehme ich ihn einfach und ich habe einfach zwei Feuerzeuge schon, das ist doch richtig geil. Ich würde mir schon ein Eisenschwert machen, wenn ich Dings hätte, Dings hätte, ja. Oh, hier, der springt doch auch so, als würde er sterben wollen, ja, das wusste ich. Oh, der hat sogar die Kiste fast ganz gelootet für mich, danke sehr. Danke sehr dafür, so, zack. Zack und zack. Ja, okay, den letzten Sprung fail ich irgendwie voll oft. Wenn es noch jemand da hoch möchte, glaube ich. Der geht da unten rein. Okay, der geht da unten rein. Naja, also wie gesagt, wenn ihr wisst, wie das heißt, das wäre super cool, weil ich finde das übelst hässlich. Vor allem bei Glas auch, bah, das ist richtig eklig. Deswegen wäre es echt mega super süß, wenn ihr wüsstet, wie das heißt. Dann könnte ich das nämlich ausstellen. Ja, so. Was gibt's denn noch so? Ich habe jetzt eine Woche lang nichts hochgeladen und das liegt daran, dass ich echt keinen Bock hatte. Also wirklich, es ist ja kein Geheimnis, dass meine Videos extrem lange dauern zum Hochladen. Irgendwie so 6, 7, 8 Stunden, je nachdem, wie mein Internet gerade drauf ist. Und ja, keine Ahnung, einmal hatte ich da überhaupt keinen Bock drauf auf Uploaden. Das ist so schlimm einfach. Da habe ich einfach so gar keinen Bock drauf. Aber außerdem hatte ich auch noch keine Lust. Also sprich fehlende Motivation und dementsprechend denke ich, ist es okay. Aber ich glaube nicht, dass ihr irgendwelche Videos wollt, wo ich einfach so, keine Ahnung, einfach keinen Bock habe zu kommentieren jetzt so, ne, und dann bin ich wahrscheinlich so voll viel still und so und bah, die Videos sind, oh Gott, nein, ich hasse solche Videos. Ich hasse an sich solche Videos von Leuten, die halt nicht so gut kommentieren können und dann trotzdem so, also es gibt ja Leute, die machen nur Gameplays, weil sie, keine Ahnung, nicht kommentieren wollen können, was auch immer. Und das finde ich dann cool. Aber wenn die Leute einfach so Commentaries machen, wo sie dann einfach nur so richtig scheiße, kennt ihr auch, wenn irgendwie so, wenn sie einfach nur das Gameplay kommentieren, was ich zwar auch ziemlich oft mache, aber wenn sie es einfach nur machen, so quasi, so, jetzt gehen wir hier runter. Da unten ist einer. Und sowas halt, also wenn sie, keine Ahnung, also ich versuche immer halt nie aufzuhören zu reden, so mehr oder weniger, außer ich hole halt Luft oder so, was auch immer. Aber solche Leute, nein, ich finde solche Leute, solche Videos richtig uncool, weil die Leute sind ja meistens cool, aber die Videos halt nicht. Und deswegen wollte ich euch sowas nicht antun, weil, ne, und so, das Hochladen wird sich dann dafür gar nicht lohnen, wenn euch das eh nicht juckt. Oder wenn ihr das Video eh uncool findet, warum soll ich denn, wenn ich schon weiß, dass das Video uncool ist, warum soll ich es denn hochladen, 8 Stunden lang? Und dann 8 Stunden lang auf Internet verzichten müssen? Nö, das macht doch keinen Sinn. So, ich weiß nicht, soll ich mir die, oh, ich kann mir die Pilze besorgen. Ich habe übrigens seit, sagen wir mal, 2 Wochen keine SG mehr gespielt. Das ist jetzt die erste Runde und das ist richtig krass auf jeden Fall, weil ich noch nicht tot bin. Ich habe sogar schon 1 Kill oder 2, glaube ich. Ja, aber PvP spiele ich schon noch ein bisschen. Und zwar spiele ich Timolia 1 vs. 1. Das macht voll viel Spaß. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Timolia kennt. Das ist so ein Server von MC Expert. Da hätten wir schon mal ein Dämchen. Ein Dämmchen und da ist noch jemand. Oh fuck, ich bin so tot. Leute, oh, stirb. Alle sterben. Alle müssen sterben. Ja, ich habe sogar jemanden getötet. Oh Gott, nice. Der ist tot. Oh Gott, nein. Ich muss hier raus. Lol, wie weit bin ich zurückgeflogen? Okay, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Und weil ich jetzt einfach so guten Stuff habe, ne?
So, Schuhe habe ich auch. Was haben wir da noch? Pfeile. Oh, 12 Pfeile. Jungs. Wir spielen Breeze Island und haben 12 Pfeile. Okay. Und kein PvP-Skill. Kein PvP-Skill. Und der hat fast voll Iron. Aber ich habe einen halben Rüstungspunkt mehr als er. Jetzt machen wir hier mal den Unexpected Turn. Ja, ich habe ihn angezündet, was natürlich richtig geil ist. Vor allem, wenn man Breeze Island spielt. Oh, bitte schieß nicht. Oh, bitte schieß nicht. Nein, 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 schieß nicht. Okay, ich gehe jetzt nach hinten. Weil da machen die schon Rauchzeichen. Seht ihr das? Die machen schon so Lagerfeuer und pusten in alle Richtungen ihre Friedenspfeifen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. Naja, so. Was gibt's da noch zu erzählen, Erik? Erzähl doch mal was. Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerz, fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht warum. Ich bin gerade alleine zu Hause. Weil meine Eltern auf einem Geburtstag sind, zusammen mit meiner Schwester. Und ich da keine Lust zu hatte, obwohl das meine Tante ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist von meinem Opa, dessen Bruder, dessen Frau hat heute Geburtstag. Ich weiß nicht, was ist denn das für mich? Von meinem Opa, der Bruder. Das ist mein Großonkel. Und die Frau von meinem Großonkel ist dann meine Großtante. Ist das? Ja, ist eine Großtante, glaube ich. Also meine Großtante hat heute Geburtstag. Aber ich habe halt keine Lust dazu, weil ich weiß nicht warum, ich brauche keinen Grund dafür. Es ist einfach so, ich habe keine Lust dazu. Ja, deswegen bin ich jetzt alleine zu Hause. Ich dachte mir so, bist du allein zu Hause, ne, machst du richtig witzige Sachen so, wenn man allein ist, ne, da kann man ja mal was auch immer machen. Gott. Aber im Endeffekt ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ich mir eine Dokumentation angeschaut habe über die Hexenjagd oder Hexenverfolgung in Europa. Da habe ich interessante Sachen gelernt. Zum Beispiel, ich weiß nicht. Also es war am Anfang irgendwie so, dass auf jeden Fall auch Männer verfolgt wurden. Und das sogar mehr als die Frauen. Aber dann irgendwann, hör mal auf zu lenken, bitte. Danke. Wow, richtig der Krasse auf jeden Fall. Oh, er hat einen richtig zerbombt. Geil. Komm, wir teamen jetzt auf den hier, weil der auch geteamt hat. Ja, kannst du irgendwas, du kleiner... Oh Gott. Ja, auf jeden Fall wurden halt auch Männer verfolgt und dann hat sich das irgendwann geändert, warum auch immer. Ich habe ehrlich keine Ahnung, warum. Okay, den haben wir im Wasser. Das war auch richtig überfit. So, haben wir hier noch irgendwas Cooles? Ne, nicht wirklich. Okay, der hat schlechteren Stuff, der andere hat auch schlechteren Stuff. Den dürfte ich jetzt eigentlich bekommen. Der hat so einen Skin wie Dingsens. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. A4? Ne, das war nicht A4, das war... Wer war denn das? Ach, das war dieser MX3D oder wie der hieß. Ist auch so ein Araber, so ein guter Araber mit so einem Skin irgendwie. Okay. Help. / help. Punkt help. Ohne Witz, ne? Ich könnte die beide einfach im Wasser Bo spammen. Aber. Oh Gott, diese Leute, die einfach im Wasser campen. Okay. Eigentlich, ich finde sowas. Nervt zwar schon mich jetzt so. Aber im Endeffekt. Zeigt das ja von denen aus Skill, dass sie nicht sterben, so, weißt du? B-Mod. Was will der mit B-Mod? Oh Gott, Alter, weh, die... Das ist nicht der ihr scheiß Ernst, oder? Die Team jetzt auch noch. Oh, ich sollte ihn vielleicht nicht angreifen. Ich greife jetzt einfach die beiden hier an. Wow, geiles Denti und ich bin voll reingelaufen. Okay. Ich habe jetzt... Wer greift hier eigentlich wen an? Ich team jetzt mit dem hier. Team. Komm hier, Team. Team. Weil die werden hier auch teamen. Warte, ich gebe hier mal ein bisschen Zeug. Da. So, das ist doch nicht der ihr scheiß Ernst, oder? Der tötet zuerst sein Teammate. Oh, voll Gold. Der tötet zuerst seinen Teammate und jetzt teamen die beiden. Was für Äpfel. Habe ich noch irgendwas Cooles für den? Stadtschwert hat er schon. Okay. Bla bla bla. Okay. Wenn ich jetzt Arabisch könnte. Wahrscheinlich schreiben die jetzt irgendwie sowas. Töte Mulch 9 oder so. Ich schreibe einfach mal Kev 7 Alk. Das bedeutet, wie geht's dir? Ja, jetzt sehen die auch, ich bin Araber. Jetzt gibt's auf die Nüsse, du Hundesohn. Ja, genau, du bist das. Du bist der Hundesohn hier. Okay, ich habe 2 Hits bekommen. Oh nein, jetzt kommt der hier auch noch. Nice, er hat mich auch gehittet. Wie dumm ist der eigentlich? Trottel, Alter. Faggot, Noob, Learn to Play, da kommt noch einer. Okay, ich bin weg. Ich bin raus. Nein, ich habe ein Herz. Soll ich Bo-Spam? Ach komm, juckt mich doch nicht. Kacke. Ja, Erik, gut gebo-spammt. Auf jeden Fall.
Nein, fuck. Nein, nein, nein. Ich bin auf einem Herz. Nein, er hat Pfeile, er hat Pfeile. Bitte schieß nicht, bitte schieß nicht, bitte schieß nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Intense Fights hier. Sowas erlebt man nur in Full Arab, ich sag's euch. Und da kommt jetzt noch ein Randy. Gott. Ich könnte eigentlich mal enchanten. So. Theoretisch. Oh, dieser Randy hittet sie doch bloß ein, zwei Mal oder so. Ich bin auf 4 Herzen. Ich sollte mal nicht raufgehen eigentlich. Okay. Auf jeden Fall habe ich irgendwie nicht so das gemacht, was ich machen wollte. Oder was man machen sollte, wenn man alleine ist. Das hört sich jetzt komplett scheiße falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt so viele Sachen, die man nur machen kann, wenn man keine Eltern im Haus hat. Aber ich habe mich dafür entschieden, eine Dokumentation zu schauen. Ich habe auch kein TNT mehr. Ach ja, genau, das habe ich ja bei den anderen Leuten da verkackt. Und ich schwöre euch, ne, es ist gerade dunkel draußen und ich gucke aus dem Fenster und ich schwöre euch, ich hatte gerade was gesehen. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Ja, 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 er tötet ihn. Er hat ihm zwei jetzt gegeben. Er tötet ihn auch. Er tötet ihn, der Randy. Richtig, der geile Randy. Oh, get wrecked, get motherfucking. Alter, der hackt doch. 100 Millionen Euro. Lol. Okay, der eine ist gestorben. Lol, ich hab den getroffen. Okay. Hey, ich sag euch, der hackt. Okay, ich war jetzt mal ein bisschen konzentriert. Ich glaube, der hackt wirklich. Guck mal, wer der hier alles flawless. Okay. Naja, vielleicht sah es auch bloß so aus, keine Ahnung. Geh jetzt auf den hier. Ein Hit. Zwei Hits, ja, er ist tot. Oh nein, die Diamanten hätte ich noch gerne. Zack, Beine. Den Diamanten habe ich, glaube ich. Ja, habe ich. Nice, perfekt. Mache ich mir jetzt ein Eisenschwert. Mulch 9. 7 nah Team. Das bedeutet irgendwas von wegen Team. Schau mal. Nem. Das heißt nämlich ja. Soweit ich weiß. Ich hoffe es einfach mal. Wahrscheinlich schreibe ich jetzt irgendwie, ich bin schwul oder so. Weil meine Arab-Freunde mich da verarscht haben. Das hatte ich sogar schon mal. Da meinte einer so, das und das heißt das und das, ja. Ne? Und dann war dieser komische Support in meiner Runde. Das ist so ein Mord. Und ich meinte dann halt das und das auf Arabisch. Und dann meinte so, please don't, also ich sollte das halt nicht sagen. Und dann ich so, hä, warum? Und er so, yo, du bleidest dich damit selber. Ich so, okay, gut. Ich meine, habe ich gesagt, ich kann Arabisch? Ich meine, ich habe es nur ein bisschen nachgemacht. Leute, Herr Quo, was will der von mir? Okay, geh nicht auf mich, geh nicht auf mich. Okay. Ich mach mal Lad Team, das heißt Nein Team. Ja, ich glaube, der weiß, was ich meine. Okay, egal. Komm, töt ihn, töt ihn, töt ihn. Oh Gott. Fall da doch nicht rein, du Mongo, Alter. Typisch Zigeuner, typisch Zigeuner. Jetzt tötet einfach noch die Kuh. Komm. Komm, der ist so low, der ist so low. Voll das intense Game eigentlich. Aber auch nur wegen den Arabs hier. Also ich meine, Full Premium Runden sind intense wegen weil Skill und Full Arabs sind intense wegen weil Random Team, 5er Millionen Team und Hackern. So. Kann man ja sagen, was man. Oh, fick doch deine. Ich brauch doch nur ein bisschen Ping. Komm. Gib mir doch mal unter 100 bitte. Ist das dein Ernst? Ist das jetzt gerade dein Ernst? Los, booster mich! Das ist nicht dein Ernst. Und jetzt boostet er mich noch weg. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Oh, Spawn. Auf zum Spawn. Ich bin geldgeil. Ich brauch den Spawn. Nein, verkusch dich. Oh Mann, das ist mein Spawn. Geh weg. Du, nu. Was brauch ich eigentlich? Ich brauch Schuhe. Ich brauch Schuhe und ein Dia. Schuhe und ein Dia. Schuhe und ein Dia. Und eventuell Pfeile. Und eventuell Pfeile. Schuhe und ein Dia. Schuhe und ein. Das war kein Dia. Ich brauch Schuhe und ein Dia. Nein, ich bin da reingelaufen. Oh Gott, Jungs. Hilfe. Dia und Schuhe. Nein, okay, hab alles, was ich brauche. Zack. Da unten ist ein Hühnchen. Okay, böses Hühnchen. Oh Gott. Habe ich mich erschrocken. Und kommt der auch auf einmal so angelaufen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dem Team jetzt. Wenn er tötet mich. 10 Millionen Euro. 10 Milliarden Euro. Okay, ich habe alles gecraftet. Iron, ja, kannst du haben. Also ich gehe mal mein Schwert enchanten. Und ich werde nicht fair mit dem machen. Weil man arbeitet ja für das, was man bekommt in der SG-Runde. Und am Anfang hat jeder die gleichen, die gleichen Voraussetzungen. Da kommt es halt drauf an, wer viele Leute tötet und so weiter und so weiter. Und deswegen eigentlich Smite, genau das wollte ich, Smite. Ja, toll. Jetzt glitzert mein Schwert aber mein. So, also eigentlich hat man ja am Anfang von einer SG-Runde
Komplett alle haben die gleichen Chancen, je nachdem, wie gut sie halt sind. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich immer ein faires Deathmatch, weil irgendwie hatte jeder dieselben Chancen. Natürlich, wenn man von Hackern getargetet wird, ist das natürlich so eine Sache, aber andererseits, wenn man natürlich viel besser ist und die Map in- und auswendig kennt, ist es natürlich auch unfair gegen jemanden, der so gar nichts von der Map kennt und gar nichts im PvP kann, aber naja, ihr wisst, was ich meine. So, deswegen werde ich jetzt einfach so gegen ihn kämpfen. Halt kein Fair und so. Ich weiß, das ist ein bisschen unfair, aber ich meine, ich habe mir so, meine Festplatte war voll, jetzt wäre wieder da. Ich habe noch ein bisschen Scheiße gelabert, aber auf jeden Fall mache ich keinen Fair mit dem, ich böse. Okay. So, wo hätten wir? Da ist der komische Typ, der so böse aussieht. Danke für den Pfeil, mein Freundchen. Danke für den Pfeil, meine Freundchen. So, es ist ein 2 gegen 1. Gar nicht wahr, wo ist mein anderer Freund? Leute, ist gelieft. Was ist da passiert? Lol, nein. Enchanted Dumont. Nee, ist ein enchantedes Steinschwert, du Bauer. Irgendjemand hat dich verarscht mit den Texturen von einem Texturenfeld. Get fucking wrecked, du Nudelsohn. Nudelsohn, was ist das? Ich brauche mal männliche Beleidigung wie Zigeuner oder so. Wow, richtiger Gomme hier. Mach's noch auffälliger, bitte. Geht es doch auffälliger? Nein, jetzt nicht. Los, mach Random Team. Los, komm, mach Random Team. Los, team doch gegen mich. Team doch gegen mich, du Noob. Okay. Lol, es hat geleckt und er ist reingelaufen. Nein, schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht. Er ist verbrannt. Geil! Ich habe tatsächlich eine Runde SG gewonnen. Was ist da los? Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat die Runde soweit gefallen. Es tut mir leid, dass es in der Mitte irgendwo so einen Cut gab. Und es tut mir leid, dass ich so lange inaktiv war. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Und ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag. Hashtag, 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 Hashtag. Hashtag, 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 Hashtag. Hashtag Biene in die Kommentare. Ich muss kurz was trinken, Leute. Ich hab geschwitzt in der Art. Nein, Spaß. Ich bin ja nicht Virium. Aber auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen geschaut habt. Ich laber Scheiße. Naja, also, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag Biene in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.